In den Tunnel. Im Rotlichtbezirk. Ich bereite mir den Hintern vor. Lass das. Und herzlich willkommen zurück, willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Hier sind Sie, 93 Stufe und Minisub bei der nächsten Ausgabe von Soma. Im letzten Teil, ja, wir sind ins feuchte Nass geraten. Keine Ahnung, wie wir hier unter Wasser atmen. Ich habe meine Theorien, aber ich will nichts vorwegnehmen. Und nun suche ich hier meinen Weg. Ich habe nämlich keinerlei Ahnung, wohin. Kannst du mir vielleicht sagen, wohin? Ich hoffe, dass wirklich das Teil da ist, irgendwas zum Angreifen. Soll ich es testen? Soll ich vielleicht wirklich testen, ob das eine Waffe ist? Epsilon, ich soll nach Lambda kommen. Also wo ist Lambda? Lambda. Ein Shuttle nach Lambda. Okay, Minisub, los, greif Darksub an. Attacke! Attacke! Attacke? Okay, schauen wir uns dich mal genauer an. Ich weiß nicht, ob er mir was tut. Hallo? Okay. Oh, die küssen sich. Ach, ist das nicht süß? Also so rot wie der leuchtet, ist er ja wohl eher auch eingelegt auf Sexy Time. Oh, Moment! Halt, bedeutet das... Er hat Angst vorm Licht? Ist es das? Dort, wo das Licht ist, der... Oder... Moment! Hallo? Vielleicht habe ich auch nur vermutet, dass er böse ist, aber eigentlich ist er nur ein Arbeiter. Und er tut mir gar nichts. Also... Es sieht nicht so aus, als würde er mir was tun. Ja, dann muss ich mich entschuldigen, Darksub. Es tut mir leid. Ich dachte, du wolltest mir Böses, aber anscheinend... What the hell? Schönes Boot. Ich meine, schöner Turm. Ja, da tut mir nichts. Im Gegenzug, er begleitet mich jetzt. Oder kommt er... Oh, jetzt speichert's. Bin ich richtig? Ich glaube, ich bin richtig. Komm, Minisub, auf geht's. Ach so, das ist ein Schweißbrenner. Ach, mein kleiner Minisab, du bist mein Held. Oh, was würde ich nur ohne dich tun? Ach, der macht das jetzt auf für mich wie ein Dosenöffner. Okay, Darksub, Entschuldigung für das Missverständnis. Ich dachte, du wolltest mir ans Leder, aber nein. Du wolltest nur ein bisschen plaudern. Also. Tschüss. Oh. Ach, ist das nicht schön. Ein kleiner Roboterfreund, der uns hilft. Ich fühle mich nicht mehr so allein. So. Hüp, Türe schließen. So wird's die gute Manier. Denn wir müssen auch das Wasser rauslassen. So, wo passiert denn das? Guck da, unsere Hand sieht immer noch so aus. Omni-Tool, Version 2.3. Helper, Train. Bibababoop. Los, wie funktioniert das? Ah, Zugriff gewährt. So, bitte erstmal absaugen. Oh, ich fühle mich erfrischt. Tja, was ist los? So, was nun? Let's hope the shuttle still work. Oh Gott, ist das dunkel. Ich sehe gar nichts. Where did I get a flashlight? Wir haben also doch eine Taschenlampe. Wo kriegen... Ja, gute Frage, Simon. Wo haben wir die Taschenlampe auf einmal her? Gut, vielleicht bringt... Also, ich nehme alles zurück. Wir haben Taschenlampen. Okay. Der Ort erinnert mich an einen Trailerbild, wo ich gesehen habe. Und dort habe ich eine sehr mysteriöse Gestalt gesehen. Lo. Come in, Theta. What? I can't...
but it's not looking good. The lights flicker like mad. I think the power regulator is broken. I have to fix it. I don't want to get stranded halfway to Theta. What was that? I can't hear you. Don't worry, I'll fix it. Somehow. Yep. Lass mich raten, sie wurde halbwegs oft bei der Arbeit erledigt und ich muss den anderen Teil der Arbeit übernehmen. Höre ich da jemanden? Oh, 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 oh. Will ich mich heilen? Nö, eigentlich fühle ich mich im Moment ganz gut. Ist nicht nötig, dass ich mich heile. Ich sollte es mir lieber aufheben. Zu wenig Strom. Fetzel. Ja, gut. Gut, wir brauchen also Strom, um weiterzugehen. Okay. Können wir hier rein? Hallo? Der Jovo hier. Notizen! Her damit. Was ist das? Tablet? Manifest. Manifest Shuttle Beat. Route YB. Theta Br. Abfahrtsdatum keins. Gegenstände, Ticket, LG Spannseil, Gefahrenbericht, Helperkit, Auto Infalta. Okay, das war also nur eine Liste mit dem, was man dafür braucht. Aufschlagsereignis. Pathos 2 Memo, Aufschlagsereignis. Am Morgen des heutigen 12. Januar schlug der Komet wirklich einen Kometeinschlag. Talos um 5.13 Uhr, ich sage immer das Ortszeit, in den Pazifischen Ozean ein. Dieser Aufschlag ist eine der stärksten Kollisionen, die jemals in der Geschichte der Erde aufgezeigt wurden. Alles deutet darauf hin, dass die Erdoberfläche völlig verödet ist und kein Leben mehr erhalten kann. Die einzigartige Position von Pathos 2 hat unserem Personal unvergleichliche Sicherheit geboten. Ach, soll das bedeuten, nur die Leute, die zu der Zeit auf Pathos waren, haben überlebt? Es ist zwar zu einigen Strukturschäden gekommen, jedoch wurde keine Todesfälle berichtet. Der schwerste Verlust war die Wetter- und Kommunikationsstation auf der unbemannten Oberflächenplattform Omega, was unter den gegebenen Umständen ein vergleichsweise geringer Preis ist. Theta wird ein Notfallmeeting abhalten, um die Zukunft von Pathos 2, was ist mit dem ersten passiert, und damit letztendlich der ganzen Menschheit zu besprechen. Yep, alle Menschen, die wurden auch nach und nach vom Roboter wahrscheinlich massakriert. Weitere Informationen diesbezüglich in Kürze. Aufseher Kifur Keran. Kann ich hier noch was scrollen? Kann ich nicht. Video. Abspielen. I guess it's a good thing we never had any kids. Hard enough looking my parents in the eyes. They're going to a bomb shelter upstate, by the way. Along with your dad. I'm guessing someone will help him send you a message somehow. I mean, I hope they will. Hell, I'm not even sure you'll get this message. If you do, I want you to know, I never blamed you for following your dreams. I was just mad it didn't fit better with what I imagined our lives would be. I really wanted the picket fence, big family, you know? I guess what I'm trying to say is, I'm proud of you. And even though it's been difficult to be separated from you, I regret nothing. I'm happy. And I really wish I was able to say this without the sky falling down. I love you, Amy. I always have. And always will. Wäre das sowas wie ein letzter Wille? Den ich hier gerade mitgelesen habe? Sehr schön. Aha. Okay, da haben wir unseren Romeo. Okay, da haben wir... Oh, eine Minisubzeichnung. Gut, anscheinend mehr nicht hier zu finden. Hier kann man sich verstecken. Okay, dann gehen wir mal in den Tunnel. Im Rotlichtbezirk. Ich bereite mir den Hintern vor. Hüsse! Lass das. Abspeichern, danke. Mann, Mann, Mann. Was ich da durch... Super, durch das Erdreich. Erst im Wasser, jetzt in die Erde. Oh, Backe. Hallo? Alter, ist das ein langer Tunnel.
Ich sehe keine Silhouette. Da haben wir schon mal... Kann es sein, dass das hier nicht das... Dass das gar kein Öl ist, sondern das Strukturgel, von dem ich gehört habe? Oh, Backe. Das bedeutet, hier ist irgendwo ein Roboter unterwegs. Oder Maintenance. Okay. Mir gefällt das nicht. Mir gefällt das ganz und gar nicht. Wer hat das Licht brennen lassen? Oh, Backe. Da. Hallo? Wow. Sieht aus, als wäre sie mit der Maschine verschmolzen. Da, schon wieder dieses Gel, vermute ich. Das heißt, sie kann sich nicht wegbewegen, da sie ansonsten... Kann ich hier was machen? Wo? Moment. Oh, Mann. Wahrscheinlich brauche ich das, aber ich rede erstmal. Hey, are you? Don't hurt me. Oh, sie hat Angst. Ich komme in Frieden. Can I help? It won't let me die. Nothing is allowed to die. Wer lässt dich nicht sterben? What happened? An accident. Fixing the power. I was going to Theta. Bist du Amy Asaro? Anything I can do? If you see Masters or Holland, tell them I need help. Okay? Amy needs help. Okay, du bist Amy. Oh, ja. Reservieren. Ich kann nichts machen. Oh, ich müsste sie abstecken, aber nein. Nein, wenn ich die Wahl habe. Oder, oh, das ist die Sache. Nichts darf ja sterben. Heißt das im Klartext, sie möchte sterben? Nee, sie braucht Hilfe. Okay. Oh, Mann. Aber ich kann nichts tun. Sonst ist hier nichts. Nein. Shit. Are you okay? Geh wieder rein. Oh, Backe. Are you okay? I don't know. I want to go home. Oh, Mann. Oh, es ist jetzt an. Okay, es ist instabil, aber ich kann was machen. Komm schon. Ich will das nicht. Ich will. Nein. Komm schon. Es muss eine andere Möglichkeit geben, oder? Ich will nichts. Also. Nee. Bohrer, komm schon. Funktioniere. Funktioniert nicht. Sie wird definitiv sterben, wenn ich jetzt das rausziehe. Ist das jetzt offen? Wo ist meine Taschenlampe? Ich gehe erstmal zurück. Wobei... Oh Mann, ich muss da durch. Oh, ich will es jetzt aber nicht tun. Nicht, dass vielleicht eine andere Möglichkeit besteht, ihr das zu machen. Reden kann ich auch nicht nochmal. Hier nix. Das gibt's doch nicht, Spiel. Wieso stellst du mir solche Entscheidungen in den Weg? Moment. Ich kann ja zurückgehen. Ich habe doch da hinten Strom gebraucht. Es ist zwar instabil, aber es geht. Nein. Ich stecke es nicht ab. Nein, das bisschen Strom, was ich habe, ist genug. Amy, ich hole Hilfe. Keine Sorge. Da ist gerade was durchgebrannt. Okay, jetzt komm schon. Bitte. Amy, du wirst leben. Miep. Hallo. Jemand drin? Da haben wir was. Bitte öffnen. Kann ich da rein? Kann ich nicht. Ich habe das Richtige getan. Oder, Moment. Oh. Ich könnte nur hier rein, wenn ich auch den zweiten Stecker rausziehe. Aber nein! Nein! Der Chovo, er hilft, wo er kann. Und auch wenn es mir Schwierigkeiten gibt, wenn ich mir hier gerade selbst ins Knie schieße, ich will der Amy helfen. Wenn ich schon dem Karl nicht helfen konnte.
TARDIS 2, flutbare Luftschleuse, Reparaturset, Duplex-Pumpe, Merkzweckreiniger, Ventilpaket, Dichtungsringe, gehend auch Kondome, Schlagschrauber, flexible Rohre. Ist das zur Reparatur oder wie die unterhaltsame Nacht zu zweit? Aha, rein damit! Shuttle J6, activated. Dankeschön. Warning, unreliable power. Proceed with caution. Also. Nun, ich vermute Folgendes. Wie gesagt, würde ich beide Stecker ziehen, hätte ich eine sichere Stromversorgung. Jetzt ist sie nur instabil. Es könnte also sein, dass ich einen Crash baue. Okay. Auf meine Verantwortung. Einmal. Zweimal. Dreimal. Und nun, drück den Knopf! Ja. Brauche ich noch was? Hallo. Muss ich Emergency Exit? Pull Handle to Open. Na, das werde ich mir merken. Achso, ich muss mich hinsetzen. Okay, machen Sie sich bereit, halten Sie Arme und Beine während der Fahrt bitte in Ihrem Sitz. Und, viel Spaß bei der Fahrt. Lambda, Delta, Theta, da bin ich. Ab nach Lambda. Zielort bestimmen, Lambda, Warnung. Warum Warnung? Okay, ja. Abfahrt, Lambda. Na bitte, danke. Das erinnert mich jetzt an Dead Space. Schöne Verbindung, okay. Okay, ich halte mich fest. Wo genau halte ich mich fest? Oh, ich sehe meine Beine. Ich sehe meine Knie. Sie sehen auch komisch aus. Gut. Welcome to Pathos 2, your expressway to the stars. Oh, Kinofilm. What started as a thermal mining operation in the 60s has now become home to the Omega Space Gun, the world's most affordable way to launch satellites and deep space probes. Our unique Atlantic Ocean location allows for this gigantic coil gun, running longer than a marathon, to safely launch projectiles without risk of damaging the payload with risky combustion. The station's on multiple sites and has a diverse staff of engineers and scientists. Together, they are able to produce, assemble, and launch the world's most sophisticated spacecrafts. In addition to our principal operation, Pathos 2 is also the interessant. Multiple research projects within the marine sciences, including hydroculture, turbulence, and deep sea construction. Mm-hmm. We are now leaving up the so weit, so gut. Passiert noch nichts. Ah, okay. Wir werden also öfters nach Lambda kommen, wahrscheinlich, wenn wir woanders hinfahren müssen. Gut, danke für den Film. Popcorn wäre nice gewesen. Oh! Sturm instabil. Ups. Oh! Immer noch festhalten. Die Frames. Wow! Na gut, also wenn wir die Überflutung überstanden haben, denke ich, werden wir auch das hier überstehen, oder? Wir haben einen dicken Schädel. Oh. Aber keine dicken Fingerknochen. Knöchel. Okay. Wem ist noch schlecht außer mir? Hier, bitte melden. Omnitool, bitte mitnehmen. Danke. Okay. Yo, es hat mich ja gewarnt. Es hat mich ja gewarnt vor im stabilen Strom. Oh, Moment. Stimmt ja. Emergency Exit. Baboom. Ein kleiner Schritt für die Doofen. Nein, ein kleiner Schritt für einen Chovo. Ein großer Schritt für eine Doofheit. Für einen Doofen. Für Doofheit. Wie auch immer. Ich wollte was Lustiges machen. Gut. Ich hoffe, es lohnt sich, dass ich irgendwie verschont habe. Mein Gewissen ist rein. Ob mein Blut auch rein an der Wand kleben wird? Mal schauen. Ist da hinten was? Bewegt sich nicht. Hallo, der Trovo hier. Simon, are you there? Catherine, is that you? I was on my way, but then the shuttle train, it fucking crashed. Are you alright? The system says the section is sealed for suspected hull breach. No, I'm not alright. What the hell happened to the world? Why are we underwater? Well, you're really out of place, aren't you?
Look, don't worry about that right now. I realize you're confused, but you're so close to Lambda. If you just keep going. How close? Can I walk there? Yeah, but the tunnel is locked off to protect the overall structure from collapsing. What you need to find is your section's maintenance hatch. It'll lead outside. Maintenance hatch. No problem. What's that? What's going on out there? I gotta go. See you soon, Simon. Ja, hoffentlich auf baldiges Wiedersehen. Catherine? You okay? Sie hat aufgelegt. Ich sehe da was leuchten. Nur keine Ahnung, was das ist. Ich schleich mich mal lieber dran. Sneaky, sneaky little Jovo. Höre ich da was? Ich hoffe, dass ich nichts höre. Oh, das ist eine Heilkoralle. Komm zu Papa. Da. Ah, ich hab dich auch vermisst. Oh, jetzt sehen wir es mit der Hand. What the? Huh? Jesus Christ. What the hell? Das war vorher nicht passiert. Oh. Kann es sein, es wäre besser gewesen, wenn ich vorhin die Heilkoralle auch aktiviert hätte, weil sich dadurch irgendwas aktiviert hätte, oder wäre einfach nur diese Sequenz jetzt gekommen? Okay. Machet hoch die Tür. Die Tür mach weit. Ich konnte doch da gerade was drücken. Put, 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 put. Okay, jetzt bricht nicht. Geronimo! Bom. Okay. Okay, anscheinend kann ich doch nichts drücken. Lass mich raten. Ich laufe zurück und das Wasser, das bricht mir entgegen. Ich seh's kaum, ich seh's kaum, ich seh's kaum, ich seh's kaum. Exit. Tschüssi. Jetzt bereue ich es, dass ich die nicht aktiviert habe, weil ich dachte, doch, die Hände sehen immer noch so aus. Ich hätte eher gedacht, dass die... Was wird mich da oben erwarten? Aha. Omnitool. Mit Omnitool schwenken. Schwenk, schwenk, schwenk. Sequenz im Gange. Ach, müssen wir wieder unter Wasser gehen. Anscheinend. Jetzt muss ich nachschauen. Jetzt muss ich nachschauen, was passiert wäre, wenn wir die erste aktiviert hätten. Aber ich vermute nicht, dass... Stimmt, ich rede ja nochmal unter Wasser. Ich vermute nicht, dass ich... dass da irgendwas passiert wäre. Okay, da kann ich nichts machen. Da auch nicht. Wo geht's weiter? Zugriff gewährt. Okay, lass mich gerade mal überlegen. Wahrscheinlich... Achso, jetzt passt. Ah, jetzt. Sesam, öffne dich. Und hab. Ich finde schön, dass man unsere Hände sehen kann. Dass wir mehr von unserem Körper sehen. Als zum Beispiel in Amnesia. Yo, ab wieder ins kühle Nass. Okay, meine Damen und Herren, ich würde sagen, ein guter Punkt, diesen Part zu beenden. Wir sind wieder im Nass, wo es auch begonnen hat. Amy, sie lebt immer noch, sie hofft auf Hilfe. Ich werde schauen, dass ich hier diese Hilfe anbieten kann. Ah, Taschenlampe. Stimmt, ich habe eine Taschenlampe. Aber hoffentlich finde ich hier wieder meinen Minisap. Minisap. Dann fühle ich mich sicherer. Weil, wer weiß, vielleicht hätte mir der Dark Sub wirklich was getan, wenn ich den Minisub nicht dabei gehabt hätte. Der denkt sich, yo, this is my body. Sein Body ist mein Body, dem tue ich nix. Gut, also ich hoffe, Ihnen hat diese Ausgabe von Sommer gefallen. Wenn ja, lassen Sie es mich bitte wissen. Nächstes Mal sehen wir uns genau hier wieder. Bis dann, ihr 93 Jobo. I love to entertain you. Tschüss and goodbye.